Der Titel der Sendung kommt Ihnen daher, den Managern ans Gehalt. Brauchen wir ein Gesetz gegen die Gier? Unter diesem Stichwort läuft der ARD-Talk von Günter Jauch am Sonntagabend. Beim verantwortlichen Sender NDR sorgt allerdings nicht das Thema, sondern die Gästeliste für Aufregung. Der Grund: Neben den üblichen Verdächtigen wie Rainer Brüderle, FDP, und Sarah Wagenknecht, Linke, lud Jauchs Redaktion auch den AfD-Gründer Carsten Maschmeyer ein. Jenen Mann also, mit dem sich der Sender noch 2011 einen monatelangen Rechtsstreit lieferte. Nach Spiegel Online-Informationen schlug die Einladung Wellen bis in die Spitze des NDR, in den Gremien des Senders sorgte sie für Unverständnis. Der Tenor: Warum gibt Jauch bei einer Sendung über exzessive Managergehälter einem Mann ein Forum, der mit umstrittenen Geschäftsmethoden Millionen gemacht hat? Besonders ärgerlich sei, heißt es, dass der NDR als verantwortlicher Sender damit seine kritischen Beiträge zu AWD und Maschmeyer konterkariere. Im Januar 2011 war die Dokumentation »Der Drückerkönig und die Politik« erstmalig ausgestrahlt worden. Der ehemalige NDR-Chefreporter Christoph Lüdgert und die »Panorama« Redaktion beschäftigen sich darin sehr kritisch mit den Geschäftspraktiken des AWD-Gründers und seiner Nähe zur Politik. »Ich finde das schwer erträglich«, Maschmeyer ging juristisch gegen den Film vor und wollte die erneute Ausstrahlung verhindern. Er warf den Reportern vor, ihm monatelang aufgelauert und nachgestellt zu haben. Zeitweise dürfte der Film nicht mehr gesendet werden. Im Sommer 2011 einigten sich die Parteien dann außergerichtlich. Die Dokumentation ist seitdem wieder in der NDR-Mediathek verfügbar, lediglich um eine Szene gekürzt, in der Maschmeyers Privathaus zu sehen ist. Auf Anfrage von Spiegel Online übt Ex-Chefreporter Lüdgert scharfe Kritik an Maschmeyers Auftritt bei Jauch. Natürlich ärgert mich das, denn gerade wir im NDR hatten Maschmeyer entlarvt, als großen Abzocker, der viele Millionen Euro mit dem Unglück tausender Menschen gemacht hat. Auch für den Moderator finde der 67-Jährige, der auch als Rentner noch für Panorama, die Reporter, arbeitet, deutliche Worte, dass der RTL-Quizonkel Günter Jauch wochentags die ARD-Quote zerschießt und am Sonntag als ARD-Dampfplauderer unsere Glaubwürdigkeit beschädigen darf, finde ich schwer erträglich. Aber, so schließt Lüdgert bitter, das sei wohl dem hohen Gut redaktioneller Autonomie geschuldet. Der NDR-Fernsehchefredakteur Andreas Zichowicz reagierte am Sonntag mit der Ankündigung kritischer Fragen an Maschmeyer auf eine Anfrage von Spiegel Online. Herr Maschmeyer steht wie kaum ein anderer für zweifelhafte Managermethoden. Tausende Kleinanleger haben durch seinen AfD viel Geld verloren. Günter Jauch möchte ihn auch zu seiner Vergangenheit kritisch befragen. Dass die Einladung der Jauch-Redaktion Stirnrunzeln und Fragen auslöst, dafür habe ich Verständnis. Und wir haben jahrelang erfolglos versucht, Herrn Maschmeyer vor der Kamera zu stellen, genau deshalb sollte man ihn nicht ausladen, wenn er jetzt für die Live-Sendung Günter Jauch zugesagt hat. Im Sender sorgt die Maschmeyer-Einladung derweil auch für einigen Spott. So kursiert unter den Mitarbeitern ein YouTube-Video aus alten AfD-Zeiten. Wann es genau entstand, ist unklar, es dürfte aber gut 20 Jahre alt sein. Der knapp 6-minütige Spot wurde fleißig verschickt, aufgrund eines besonderen Gastauftritts. Während der AfD-Veranstaltung vor angeblich rund 1600 Mitarbeitern begrüßt Maschmeyer als Stargast Günter Jauch,